Ja, ich bin heute in Ludwigswinkel mit Annette und Norbert zusammen und Horst und Moni sind auch dabei und die Luisa und natürlich sind auch heute alle fünf Hunde mit dabei. Deswegen laufen auch öfters mal Hunde durch den Bildschirm. ja, Ludwigswinkel. Hier war ich schon mal, Wasgau-Seentour. Und heute wollen wir den Rumbergsteig uns angucken. Und der läuft natürlich hier so ein bisschen parallel an der Wasgau-Seentour. Hinter mir ist schon einer von diesen Seen. Und obendrein werde ich dann noch das ehemalige Munitionslager mit Sondermunition, was hier mal gelegen haben soll, an Nuklearwaffen. Da ist aber heute nur noch ein Bunker und irgendwie was zu sehen. Und das wollen wir uns natürlich auch angucken. Ja, da gibt es da noch ein paar Steinchen zu gucken. Rumbergtürme habe ich gelesen auf der Tour, an der Karte. Und von daher, na, ich bin mal gespannt, was wir heute da so finden. Ja, auf geht's in diese Richtung. Ja, die anderen sind schon voraus. Ich muss hier danach. Ja, ich kenne diesen See noch. Da war der Rand voll. Ich weiß nicht, ob die hier Wasser abgelassen haben, um den sauber zu machen. Oder ob der jetzt durch die Sommermonate halt ausgetrocknet ist, das weiß ich nicht. Oh, das Wegzeichen ist dann hier dieses orangene Rumbergsteig. Das ist die, also die Strecke ist um die 12 Kilometer lang. So, wir haben jetzt hier so ein Stückchen, das nennt sich der Urwald. Naja, hat sich eine Försterei, ein Naturschutzgebiet, so ein bisschen naturbelassenen Wald gemacht. Finde ich eine tolle Idee. Und hier, die Wölfe sind auch bei. Boah, wie die rennen. Ja, genau, hier sind wir jetzt. Die soll es hier tatsächlich mal gegeben haben, diesen Hof. Ja, es war wohl eher so ein Gutshof. Und genau auf dieser Fläche, da stand er. Ja. Aber wir haben hier noch einen tollen Brunnen und den gucken wir uns natürlich auch an. Oh, haben wir sie alle mal mit drauf hier. So, jetzt gehen wir zur Rösselsquelle. Jetzt gucken wir uns doch mal die Rösselsquelle mal an. Ja. So, das ist die Rösselsquelle hier. Da läuft das Wasser raus. Frisches, klares Wasser. Da habe sogar ich schon mal draus getrunken. Ganz lecker. Und dann läuft das hier runter in so einen Bachlauf. Und dann in irgendeine Teiche da hinten rüber. So, das ist hier jetzt dieser Guckenbühlfelsen. Warum der so heißt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht so krass. Ja. Also Schau, der heißt Schauplatz. Ich würde sagen, das heißt übersetzt Schauplatz. Okay, prima. Außen. Da staunt man. Da wachsen sogar die Bäumchen mittendrin. So, hier haben wir jetzt was gefunden, das nennt sich der Erdstern. Was das ist, das zeige ich euch jetzt mal im Video. Da, der Pilz hier, das ist der Erdstern. Nennt er sich. Genau, Indy hat hier diesen Stein erobert. Wir warten den jetzt. Wir dürfen nicht dran vorbei. Es sei denn, wir haben Knöchelchen. Ne, Indy, was sagst du dazu? Und das hier vor uns ist der Spitzer Fels und die Moni erzählt gerade eine Geschichte darüber. Was ist? Ja, also das hier vorne geradezu ist dann halt der Spitzer Fels. Ja, da oben kann man bestimmt irgendwie hochgehen. Ideal für die Kletterer. Da wachsen nämlich ganz oben da oben die Kiefern. Ja. Ich bin kein Kletterer, ich gehe da nicht hoch. So. Jetzt haben wir beschlossen, hier oben am spitzen Fels ist eine Bank und ein Tisch. Und da machen wir Vesper. Mal ein bisschen was zu uns nehmen.
Das wird weg. Komm, die Statisten machen das schön. Das hier ist die Rumbergklippe. Wir suchen uns das immer raus. Oder Rumbergfelsen. Hier heißt er, glaube ich, über Felsen. Ja. Und dann guck ich mal rein. Und da fand ich das von Jungs und junge Weiß. Bleiben, ich komme her. Bleiben. Und die Pens schmeißen wir noch hoch. Ja, super. So. Hier haben wir dann diese Rumbergtürme. Und die sehen richtig spitze aus. Ja. So, das ist der zweite Turm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die vor ein paar tausend Jahren mal alle zusammen gewesen waren. Ja. So, jetzt haben wir hier einen Fels mit Aussicht gesehen. Also, das da ist kein Vulkanausbruch. Das ist der Regendampf, aber sieht gut aus. Ebel, komm mal her! Was ist denn? Alles gut? Toll, hä? Das ist schön. Wunderschön. Aber da sind wir oben lang gefahren. So, hier haben wir jetzt eine Bank mit einer richtig tollen Aussicht. Hier habe ich jetzt was entdeckt, was ich von uns aus dem Wald erkenne. Und das ist hier. Seht ihr das? Da diese kleinen braunen Spitzen, die hier sind. Das ist der Kobold. So nennt er sich. Ja, genau. Ich mache mal ein Foto rein. Das wird dann vielleicht besser werden, weil über die Kamera wird das nicht richtig scharf. Ja, jetzt ist soweit. Jetzt erreichen wir gleich die Area One. Die Area One war bis irgendwo 1990 von der NATO ein Raketenstützpunkt, wo halt auch Sonderwaffen gelagert wurden. Und heute ist das nur noch so eine Denkmalstätte. Und da wollen wir mal gucken, was wir da so entdecken. Ich bin schon gespannt. Durch Bilder weiß ich von einem Turm, der da steht, und auch Bunkeranlagen. Ich lasse dich mal überraschen. So, naja, wir sind jetzt hier in dieser Area One. Das ist einer von diesen Wachtürmen, die es hier damals gegeben hat. Ja. Ich gehe gleich nochmal in die Luft, da gucken wir es von oben nochmal an. Also dieses Drehkreuz, das funktioniert immer noch. Da kamen die ganzen Leute rein. Und das hier war das Gebäude von den Wachsoldaten. Und da mussten die Leute ihre Ausweise abgeben. Ja, wie gesagt, das sind diese Wachräume von innen, die die ganzen Leute hier durch ein Drehkreuz durchgelassen haben. Ausweiskontrolle und so weiter. Ja, hier haben wir noch einen alten Computertisch. Oh, ist alles schon so dunkel, das sehe ich alles gar nicht mehr. Ich mache mal ein paar Fotos rein, ich glaube, das ist besser. Soll ich mal meine Mama?
Das hier vorne ist jetzt einer von diesen Bunkern, wo die Munition drin gelagert wurde. Ja, ich habe gerade mal reingeguckt. Da ist dann nur noch so ein Lagerraum drin. Da haben sie irgendwelche Lager drin. Ich mache mal ein Foto, vielleicht kriege ich da was rein. Schauen wir mal. Ja, das war schon heute diese Tour hier bei Ludwigswinkel. Ja, war sehr schön. Wir haben viel gesehen und auch noch einen schönen Abschluss an der Area 1. Das war richtig hervorragend. Ja, aufgrund der Lichtverhältnisse setze ich dann halt Fotos rein. Das habt ihr dann halt auch schon gesehen. Ja, gut. Ja, ich sag dann wieder bis zur nächsten Tour. Macht's gut. Bis bald.